Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode geht es darum, wie man Ballon-Giant-Kombination kontert. Ich wurde ständig in meinen Kommentaren während meines Videos gefragt, wann kann ich da endlich mal einen Guide zu machen. Da die Kombination in der Offensive schon extremst OP ist, muss man schon sagen, die hat enorm viel Schaden, ist sehr tanky. Man kann sie schwer aufhalten, wenn man nicht genug Gebäude dabei hat oder kein Freeze dabei hat. Aber wenn man diese Kombination einmal verstanden hat und versteht, wie man sich dagegen verhält, dann ist das Ganze auf jeden Fall machbar. Also die Ballon-Giant-Taktik kostet erstmal 10 Elixier. Das ist eine ganze Menge. Und beide Karten, das ist jetzt, man kann es als Vorteil und als Nachteil sehen, beide Karten greifen nur Gebäude an. Also die gehen direkt an euren Turm, wenn ihr keine Kanone oder kein Tombstone, irgendein Gebäude habt zum Distracten, gehen die direkt auf euren Turm. Sind so tanky, dass man sie in der Regel vorher nicht ausschalten kann. Aber, wie gesagt, sie kosten 10 Elixier und greifen nur Gebäude an. Also diese Karten können in der Defensive einfach gar nichts. Also nichts. Die kann man für gar nichts gebrauchen in der Defensive. Und das ist ganz klar die Schwachstelle und da müssen wir ansetzen. Okay, bevor wir jetzt die einzelnen Schritte aufzählen, wie man das Ganze verteidigen kann, erzähle ich euch erstmal das Grundprinzip. Ich werde euch jetzt einen Ausschnitt zeigen aus einem ehemaligen Stream, wie ich immer, also wirklich immer, gegen das Balloon Giant Deck spiele. So, ihr seht's, ich setze einen Packer, da kommt schon der Riese und der Ballon. Ich habe nichts gegen die Luft, ich habe nichts. Ihr seht's, die kriegen jetzt auch schon direkt im ersten Push den Turm. Es ist eine sehr offensive Taktik, es ist alles oder nichts. Ich freeze das Ganze noch, mein Packer kann auch den Riesen töten. Der Ballon wird durchkommen, der Tower wird fallen. Ich setze noch die Prinzessin ein, ich habe sonst nichts gegen die Luft. Jetzt kann man denken, dass dieses Deck OP ist, dass dieses Deck stark ist. Aber ihr werdet's noch sehen. So. Er distractet sehr gut den Packer, das Musketier ist auch gut, tötet meine Prinzessin. Bis jetzt sieht es schlecht aus, aber ich habe immer im Hinterkopf, dass das Deck in der doppelten Elixierphase in der Defensive einfach nichts drauf hat vom Gegner. Okay, ich spiele das jetzt Ganze runter, ich spiele das Packer Double Prince Deck, immer eine starke Sache. Setze jetzt die nächste Elixierpumpe. So, der Gegner generiert Elixier, haut seine nächste Kombination raus. Giant Balloon. Ich setze einen Prinzen ein und Kobolde. Die dealen relativ viel Damage. Also der Riese könnte jetzt... Ja, der geht schon gut down, aber der Ballon kommt wieder durch. Und der Tower wird... Der Tower wird überleben, aber der wird nicht mehr... Ja, da seht ihr selber, viel ist das nicht mehr. Der Gegner distractet sehr stark meinen Prinzen. Also bis jetzt sieht das Game richtig schlecht aus. Er hat noch Skelette dabei, er hat Kobolde dabei, er hat alles dabei. Da komme ich mit so schweren Einheiten einfach nicht durch. Aber abwarten, abwarten. So, ich setze wieder meinen Packer nach ganz hinten. Die Ballon-Giant-Taktik, das ist eine Three-Crown-Taktik. Und eigentlich wäre es jetzt besser, wenn der Gegner auf meinen King-Tower gehen würde. Er entscheidet sich für den nächsten Arena Tower. Macht doch Sinn, er kriegt den Turm. Ich kann den Riesen relativ schnell umbursten, aber der Ballon kommt durch. Und jetzt kommt genau das, was ich meine. Ich habe zwei Packers, zwei Prinzen am Start und der Push geht los. Sein Ballon kriegt noch einen Hit auf meinen King Tower. Und jetzt guckt's euch an. Was will er setzen? Will er einen Riese setzen oder einen Ballon? Das bringt in der Defensive nichts. Und jetzt gehe ich hier auf den Three Crown Win. Ich setze nochmal ein Gebäude ein zum Distracten des Ballons, damit er nicht mehr rankommt. Der fliegt jetzt nochmal weg. Und das ist schon der Three-Crown-Win. Das Ding habe ich gewonnen. Ich lag 2-0 hinten. Und dann guckt euch mal den Push am Ende an. Er hat einfach keine Defensive. Und das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. So, jetzt wo ihr das Grundprinzip verstanden habt, dass Ballon-Giant-Kombination extremst OP in der Offensive ist, man es sehr, sehr schwer verteidigen kann, aber man muss es auch gar nicht verteidigen. Man muss sich eher danach auf die nächste eigene Offensive konzentrieren. Ich habe hier mal ein sehr gutes Beispiel, das Low-Elixir-Cost-Deck, müsstet ihr ja alle kennen. Genau, Gegner kommt wieder mit Riese Ballon. Ich setze eine Eismarke, eine Kanone ein, die kann das Ganze distracten. Skeletons kosten nur ein Elixier, dealen extrem viel Damage am Riesen. Der Riese ist down, der Ballon fällt jetzt auch noch. Beide Türme greifen ihn an, ich habe ihn richtig schön in die Killzone gelockt, zwischen beide Türme, Bogenschützen, Eisbrüder am Start. Die können ihn jetzt töten und jetzt kommt das Wichtige. Ihr baut zuerst eine erfolgreiche Defensive, und das ist eigentlich immer diese Taktik bei dem Low-Elixir-Cost-Deck oder auch bei anderen Decks, und verwandelt dann eure Defensive in eine Offensive. Also ich habe jetzt die Bogenschützen und den Eismagier am Start, die töten jetzt noch den Ballon, packen Riesen davor, hab selber eine Offensive und das ist extremst effektiv. Da spart ihr eine Menge Elixier und so gewinnt man dann auch am Ende gegen diese Taktik.
So, falls ihr aber andere Karten dabei haben solltet und ihr nicht richtig wisst, wie ihr Ballon Giant verteidigen könnt, werden wir jetzt ein paar Szenarien durchgehen, ein paar Beispiele, wie man das ganz gut machen kann. In diesem Beispiel nehmen wir die Kanone und ein Zauber. In diesem Fall habe ich den Poison Spell am Start, da geht aber auch ein Fireball, ein Freeze, da kommen wir später noch drauf zu. Da kann man auf jeden Fall die Spells einsetzen. Der Poison Spell ist extremst nice, der slowt die Einheiten nochmal runter. Obwohl der Ballon schon so langsam ist, wird er einfach noch langsamer. Kriegt die ganze Zeit Damage, der kommt nicht im Ansatz an den Turm ran. Jetzt wieder die Bogenschützen in der Defensive, jetzt die Bogenschützen in der Offensive. Einfach ein Tank davor. So wird das Ganze gemacht. Extremst effektiv. Okay, die nächste Sache ist, beachtet euren Flächenschaden. Falls ihr den Magier dabei haben solltet, manche spielen ihn ja, benutzt ihn so, dass der Magier beide Truppen trifft. Ich setze jetzt hier die Kanone ein und den Magier. Und ihr seht, jedes Mal, wenn der Magier den Riesen anschießt, schießt er automatisch auch den Ballon an. Und das ist auch eine sehr effektive Sache. Danach packt ihr wieder den Riesen davor und der Push geht los. Eine der besten Karten überhaupt gegen Ballon und Riese, wenn der Gegner keine Pfeile dabei haben sollte, sind die Minion. Die Minion-Horde zieht euch einfach nur den Damage rein und guckt euch an, wie der Ballon nicht bei den Minions vorbeikommt. Der fliegt ultra Umwege, die ganze Zeit Kurven, kommt nicht in Ansatz an den Turm. Also das funktioniert auch. Ihr müsst nur aufpassen, dass der Gegner keine Pfeile dabei hat oder diese nicht ready hat. Falls der Gegner nämlich Pfeile auf der Hand haben sollte, dann sieht das Ganze so aus und dann ihr setzt die Minion-Horde ein, der Gegner hat genug Elixier für die Pfeile. Die Minion-Horde ist tot. Ich habe nicht mehr richtig Elixier. In dem richtigen Game hätte ich jetzt kein Elixier mehr, um das Ganze zu verteidigen. Und dann würde der Gegner den Turm bekommen. Also nur Minion-Horde einsetzen, wenn ihr euch sicher seid, dass der Gegner kein Fireball und keine Pfeile auf der Hand hat. Eine Sache müsst ihr auch noch ganz wichtig immer im Hinterkopf behalten. Man kann den Ballon, so wie der Gegner ihn jetzt hier einsetzt, vorne an die Ecke packen. Ähnlich wie beim Hawk Offroad Jump greift der Ballon jetzt nicht die Kanone an, wie der Riese, sondern fokussiert direkt den Turm. Das ist in der Regel ein Nachteil, da der Ballon direkt den Turm angreift und er sofort down ist. Kann aber auch ein Vorteil sein. Ich habe jetzt die Minions am Start und falls der Ballon und die Riesen gesplittet sind, dann lohnt es sich auf jeden Fall zuerst den Ballon anzugreifen und den Riesen erstmal durchlaufen zu lassen. Der Ballon kriegt jetzt mal einen Hit an den Turm, aber dennoch ist das eine bessere Offensive für mich. Wir hatten vorhin schon die Zauber angesprochen, da hatten wir den Poison Spell als Beispiel. Das Ganze geht natürlich auch mit dem Freeze. Ihr setzt die Kanone ein und Musketier oder Bogenschützen, Spear Goblins, irgendwas, was Damage gehen kann, sowohl auf dem Riesen als auch auf dem Ballon. Und bevor der Riese oder der Ballon die Kanone erreicht, friert ihr das Ganze ein, da wird jetzt extremst viel Damage gedealt. Der Turm, die Kanone, das Musketier greifen den Riesen an, jetzt wird der Ballon angegriffen, der kommt gerade noch so an die Kanone. Der zweite Turm greift den Ballon auch noch an, kriegt keinen einzigen Hit am Turm. Ihr setzt wieder einen Riese davor oder irgendeinen anderen Tank. Und dann startet ihr eure eigene Offensive. So, ich würde zwar nie meinen Zuschauern einen Inferno-Turm empfehlen, falls ihr ihn aber dabei haben solltet, countert er diese Karten auch extremst. Der Riese fällt um, bevor er am Inferno-Turm dran ist. Der Ballon kommt zwar an den Inferno-Turm dran, hat aber ein extremst langsames Attack-Speed, kann jetzt einen Hit raushauen. In der Zwischenzeit kann der Inferno-Turm den Ballon noch töten. Das war jetzt ein guter Elixir-Trade. 5 für 10 Elixier. So, jetzt kommen wir noch zu einem Trick, den viele von euch nicht wirklich kennen, wird aber auch oft bei den Top 200 Spielern der Welt angewendet. Falls ihr einen Baby Dragon dabei haben solltet, kann man sehr nice, ich mache das jetzt hier mal in halber Geschwindigkeit, der Ballon ist ja extremst langsam und jeden Umweg, den der Ballon fliegt, lohnt sich für euch. Auch wenn der Baby Dragon nicht viel Damage dealt am Ballon und am Riesen, setzt den Baby Dragon genau auf den Ballon, habt ihr das gesehen, wie er nach hinten geschoben wurde? Das ist zwar kein großer Umweg, aber für einen Ballon, der einfach extremst langsam ist, macht das schon einen großen Unterschied. Und jetzt dealt der Baby Dragon zusätzlich noch Damage. Er hat zuerst den Ballon verschoben, dealt jetzt noch Damage. Und ihr habt gesehen, wie knapp das war. Dadurch, dass der Baby Dragon den Ballon verschoben hat, hat der Ballon länger gebraucht und hat jetzt keinen Hit am Turm gelandet. Also setzt den Baby Dragon genau auf die Hitbox des Ballons, schiebt ihn leicht nach hinten. Da braucht man so ein bisschen Gefühl für, das muss man ein bisschen üben. Aber dann seht ihr, dass wenn man das beherrscht, kann das auch zum Sieg führen. So, jetzt hier noch mein Lieblingstrick überhaupt, das geilste. Falls ihr zwei Gebäude dabei haben solltet, setzt die Kanone und die Elixierpumpe genauso. Der Riese tankt das Ganze, der Ballon killt die Kanone, dann fliegt der Ballon weiter zur Elixierpumpe. Und ihr wisst, ihr ahnt schon, was passiert. Der Ballon aktiviert den King Tower. Jetzt habt ihr nicht nur zwei Türme, sondern drei. Das ist schon extremst nice. Auch wenn der King Tower jetzt Damage kassiert, das ist okay. Das verschafft euch später auf jeden Fall einen Vorteil. So, jetzt kommt der Gegner im nächsten Push.
Der King Tower ist aktiviert. Ich setze nur Bogenschützen und Musketier ein, keine Kanone, um euch das jetzt hier mal zu demonstrieren. Kobolde noch dazu. Und der Riese und der Ballon kriegen die ganze Zeit Schaden vom King Tower. Richtig geile Sache. Einfach ein weiterer Turm, der euch da unterstützt. Okay, das war's mit den ganzen Tipps in der Verteidigung. Ich zeige euch jetzt nochmal das allgemeine Prinzip, was ich schon am Anfang gesagt habe. Verteidigt den Ballon und den Riesen und dann wandelt eure Verteidigung in eine Offensive um. Jetzt setzt der Gegner mal nicht den Riesen ganz nach vorne, sondern nach hinten, generiert in der Zwischenzeit Elixier, hat jetzt ein bisschen größeren Push, nicht nur den Riesen und den Ballon, sondern zusätzlich noch einen Magier. Ihr setzt eine Kanone ein, Musketier, Bogenschützen, Mini-Packer auf den Magier. Der Riese ist down, der Ballon geht mega schnell down und jetzt verwandelt ihr eure Defensive in eine Offensive. Könnt noch ein bisschen Damage stehlen. Das macht ihr so das ganze Game, haut immer wieder ein bisschen Damage raus und dann solltet ihr dagegen gewinnen. Okay, das war's mit der Episode, wie man sich gegen den Ballon und den Riesen in der Verteidigung verhält und dann auch in der Offensive. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ihr was gelernt haben solltet, lasst ein Like da, würde ich mich drüber freuen. Schreibt was in die Kommentare, was ihr kanntet, was ihr noch nicht kanntet. Kanntet ihr den Trick mit dem Baby Dragon? Und was wollt ihr in der nächsten Episode sehen? Wogegen soll ich da einen Guide machen? Soll ich wieder einen Guide machen, wie man Truppen richtig einsetzt? Oder soll ich wieder einen Guide bringen, wie man manche Truppen verteidigt? Zum Beispiel Packer Double Prince, wie man dieses verteidigt. Schreibt es einfach in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich bedanke mich bei Bobby, der hat ja auch einen YouTube-Channel. Er hat die Videos mit mir aufgenommen, richtig gute Sache. Checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Er hat einen YouTube-Channel mit dem Anonymous zusammen gegründet. Auf jeden Fall zwei sympathische Typen, die machen das echt gut. Link ist in der Beschreibung. Und das war's dann. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein.